So, und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM Enemy Within. Wir stehen vor unserem nächsten Einsatz, nämlich dem Angriff auf den Alien-Stützpunkt. Und zwar mit 5 Leuten nur. Weil ich keinen Sechsten habe aktuell. Der Sechste ist gerade auf Einsatz gegen Exalt. Ich hätte diesen Sechsten nicht zu Spionage schicken sollen. Das war nicht clever. Vielleicht fragen sich ja so einige, warum willst du diese Alien-Basis überhaupt angreifen? Das habe ich bisher nicht noch überhaupt nicht erwähnt. Das Finden und Ausräuchern, gerade das Ausräuchern der Alien-Basis, verringert den Paniklevel. Global. Alle Länder. Um einen Punkt. Bedeutet, wir sinken von 5 auf 4 ab und sind komplett global safe. Und da wir kurz vor Ende des Monats stehen, kurz vor Ratsbericht, kann hiernach nichts passieren, was uns irgendwie das Paniklevel in die Höhe treibt. Das ist der perfekte Zeitpunkt, da wir keinen Satelliten zur Verfügung haben. Von daher war das aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, irgendwie das Paniklevel unten zu halten. Und ich hoffe, wir kriegen das mit 5 Leuten hin. Ich habe ein bisschen Panik, ehrlich gesagt. Thanks to Dr. Vollen's research and some clever developments done in engineering, this skeleton key should allow you to breach the alien compound. We've only got one chance to make this work though. So let's make sure we do it right. Operation finaler Abend. Einsatzbesprechung. Wir konnten mit dem Generalschlüssel in den Alien-Stützpunkt eindringen. Laut Analyse sind viele Gegner präsent. Gehen Sie mit größter Vorsicht vor, Sie können diesen Einsatz nicht abbrechen. Bedeutet, wenn wir es nicht hinkriegen, sterben alle. Einsatzziele: Durchdringen Sie die Abwehr der Basis, neutralisieren Sie alle Invasionstruppen. Wenn möglich, finden Sie den Stützpunktkommandeur und nehmen Sie ihn gefangen. Das wird auch nochmal interessant werden. Los geht's. So far we don't have visual confirmation on the hostiles. I wouldn't get too comfortable though. We're expecting heavy resistance. They're probably moving into position as we speak. Sieht interessant aus hier. Sieht sehr interessant aus hier. Gut, dann würde ich mal sagen, ich verschaffe euch mal so einen kleinen Überblick, wie groß diese Basis ist. Sie ist recht groß. Recht sehr groß. Recht ziemlich groß. Und das kann uns jetzt erstmal egal sein, denn wir müssen erstmal den Anfang jetzt überstehen. Und vor allem aus dieser Nische hier raus. Am besten hier hoch. Kriegen wir es so schnell hin? Wendelin, kommst du nach oben? Ja. Sieht gut aus. Well, it looks like we found where they've been taking the abductees. But that still doesn't explain what the purpose of all this is. Da sind irgendwelche Menschen drin. Das haben wir festgestellt. Oh. Schade um die Menschen. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Wen kriegen wir noch da oben hin? Ich möchte so viele wie möglich hier oben drauf kriegen. Und am besten im Feldposten. Du darfst deine Fähigkeit sogar nutzen, damit du da hochkommst. Gehst hier hin. Es könnte sonst nämlich gleich sehr schmutzig werden. Ich kenne den Anfang hiervon. Wie man sich vielleicht denken kann. Und ich möchte das so schnell wie möglich hinter mich bringen. Zumindest den Anfang. Geh du mal hier hoch. Ja, du spurtest da jetzt hoch, auch wenn es nicht sinnvoll erscheinen mag. Sollte eigentlich recht problemlos klappen.
Stell du dich mal hier. Ja, du spurtest jetzt auch, aber ist nicht so schlimm. Der Rest geht in Feldposten. Feldposten, Feldposten. Alle schönen Feldposten. Überraschung. Chrysalids. Die sollten wir so schnell wie möglich vernichten, und zwar in dieser Runde. Wie sieht's aus? Wenn du den triffst, greifen wir den dahinter an. Hast du höhere, beziehungsweise genauso hohe Trefferwahrscheinlichkeit, aber es macht mehr Sinn, weil der andere hat nur noch einen Lebenspunkt. Hau ihn bitte weg. Oder triff ihn zumindest. Okay, du hast ihn getroffen. Für 3 Schaden. Geh du mal hier hin. 81, 76. Okay. Müssen wir wieder so ein bisschen gucken, wen wir angreifen und vor allem wie. Wer kann noch schießen? Du kannst noch schießen. In Deckung gehen bringt bei den Gegnern recht wenig. Wie viel Schaden machst du? Wie viel hoch ist deine Trefferchance? 69, 69 ist jetzt nicht so schön. Kannst du nach vorne? Ja, du kannst sehr weit nach vorne. Dann geh du mal hier hin. Du hast jetzt eine bessere Trefferchance. Hab 88 und 84. Hau mal weg. Ja, ich habe jetzt das Holo-Zielen geopfert, damit er ihn tötet, aber das ist schaffbar. So, jetzt du, den da mit 76%. Du könntest ihn töten. Wenn du triffst. Leute. Mach jetzt nicht so ein Drama da draus. Macht jetzt nicht so ein Drama draus. Das kann ich nicht ab. I'm on the move. 100% bis zu 5 Schaden. Töte ihn. Gottes Willen. Wendelin. Töte ihn. Das war leichtsinnig. Ich hätte die Granate nehmen sollen. Das war wirklich leichtsinnig. Ich hätte die Granate nehmen sollen. Hätte das nicht funktioniert, hätte ich jetzt einen weniger. Bisschen mehr mitdenken. Ganz klein bisschen. Gut, wir rücken vor. Kommen hier noch welche? Weiß es gar nicht. Ich hoffe, es waren erstmal alle. Wo ist denn sie mit der Schrotflinte? Da. Geh du mal hier hin. So, da hast du nämlich einen guten Überblick. Dann gehst du mal dorthin. Du gehst hier hin. Und du gehst erstmal dorthin. Und in der nächsten Runde gucken wir mal, wie wir das ändern. Feldposten, Feldposten. Nachladen? Nachladen. Feldposten, Feldposten. Ich mag das Geräusch nicht. Du gehst mal bis zur Tür. Okay. Du gehst mal an ihre Position. Sniper darf jetzt hier hin. In der nächsten Runde gucken wir mal, wo wir sie da denn stellen. Alle anderen gehen in Feldposten. Du darfst nachladen. Glaube ich? Nein, doch. Da drin ist jemand. Mir gefällt das nicht.
Wir bringen uns mal so ein bisschen in Position. Sie kommt hier hin. Mit der Schrotflinte könnte eigentlich ein Stückchen weiter vorne. Wende den, geht mal an die Tür. Du gehst hier hin. Du darüber. Nachladen kannst du jetzt nicht, das ist nicht so dramatisch. Alle anderen gehen in den Feldposten, du darfst nachladen. Du gehst in den Feldposten. Ich bin jetzt gezwungen, diese Tür zu öffnen. Ich speichere sogar mal. Oh, was Neues. Siehst du den? Ja, du siehst die. Das sind Drohnen. 92% Trefferchance. Bis zu 5 Schaden. Kannst du critten? Ja, probier's. 4 Schaden. Schade. 69%, 49%. Ach, diese Trefferwahrscheinlichkeiten. 63%, 43%. Also eine von den beiden möchte ich gerne ausschalten. Mindestens. Aber ihr steht mir dafür noch zu unsicher gerade. Du siehst da gar keinen von. Können natürlich auch einfach eine Granate reinschmeißen, aber die sind so weit weg. Nope, du kannst nochmal schießen. Wunderschön, das Ding ist weg. Oh, Wendelin macht ja megamäßig viel Schaden gegen solche Maschinen. Stimmt ja, da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Ach, hätte ich das mal eher in Betracht gezogen. Würdest du die? Oder zerstörst du die? Nein, aber du machst 4 Schaden. Alle anderen gehen mal jetzt in Feldposten. Kommt der näher oder bleibt er weg? Haut ab. Die Drohne haut ab. Ich überlege gerade, ob ich jetzt auf die andere Seite einfach rübergehe. Ich könnte auch hier hoch, hätte hier super Überblick. Wendelin, du musst nachladen. Nichts gefährlich in Sicht. Problem ist, ich sehe diese Drohne nicht. Deswegen bin ich gerade ein bisschen vorsichtig. Wie vielleicht merkt. Moving to position. Eine Drohne in Sicht. Ja. Da ist die zerstörte Drohne. Du gehst mal hier hin. Falls irgendwas von hinten kommt. Du gehst hier hin, falls von der anderen Seite was von hinten kommt. Den Sniper müsst ihr jetzt auch irgendwie nach vorne bringen, damit er in der nächsten Runde nach oben kommt. Ich hoffe nur, die Drohne macht jetzt keinen Blödsinn. Die ist nicht so gefährlich, also sie ist nicht tödlich. Aber ich möchte trotzdem jetzt nicht unbedingt mit ihr kuscheln. Oh, nein. Diese Geräusche gefallen mir nicht. So, du kommst doch da jetzt bestimmt hoch, oder? Ja. Komm mal her. Ja. Schau mal eine an, was wir hier haben. Bis Aline, die jetzt die ganze Zeit rumbrüllen.
Wendelin, du kommst nach vorne. Okay. Dürfen nicht zu weit verrücken, sonst werden die Chrysaliden auf uns aufmerksam. Das wollen wir vermeiden. Wir müssen so weit verrücken, dass wir ohne Probleme angreifen können in der nächsten Runde, sobald wir sie sehen. Oder in Reichweite sind, beziehungsweise. Ich möchte jetzt nicht hier vorne hingehen. Ich gehe jetzt hier hin. Die, die nachladen können, wollen, sollen. Oh, du siehst den sogar. Könntest den angreifen. Er hat 100% Trefferchance. Oh, nee. Du wechselst Waffe. Und lädst nach. Die werden sich nämlich nicht bewegen. Auch du lädst nach. Feldposten. Bitte sagt mir, dass ihr euch nicht bewegt. Ja, jetzt können wir nämlich 100% Trefferchance, 45% Crit-Chance. Mach es! Gute Nacht. Habe ich deinen Kollegen umgehauen? Das tut mir jetzt aber leid. Ihr dürft auch in der nächsten Runde nicht bis an uns rankommen. Hier, wie sieht's denn aus mit Holo-Zielen? Hm? Deckungsfeuer. Nutzen wir mal das Deckungsfeuer. Das dürfte sehr interessant werden. Wir treffen zwar nicht, aber alle anderen können jetzt besser treffen. Und wenn das Vieh noch überlebt, zählt das als Reflexschuss. Also als Feldposten für die nächste Runde. Das ist super. Benedin, komm schon. Das geht besser. Ja. Jetzt noch du mit 79% Trefferchance. Sehr schön. Und du gehst in Feldposten. Das Deckungsfeuer ist klasse. Holo-Zielen und Deckungsfeuer zusammen ist so gut, aus meiner Sicht. Klar, Wendelin hat ganz andere Qualitäten. Der zerfetzt jede Maschine innerhalb von Sekunden mit seinen Raketen oder auch mit seiner MG, weil die Rakete macht ja doppelten Schaden dagegen, aufgrund der panzerbrechenden Munition. Alles sehr, sehr, sehr cool. Je nachdem, wie man seine Leutchen so bildet oder fortbildet, gegen die ganz eigene Qualitäten. Das finde ich immer wieder schön. Der Sniper hat eigentlich so einen guten Überblick, dass wir wissen müssen, dass hier nichts auf uns wartet. Bedeutet, wir können uns gefahrlos bis hier nach ganz vorne vorarbeiten. Theoretisch. Ich möchte mit dir aber auch ganz gerne nachladen. Deswegen stellst du dich mal hier in den Weg. Und lädst mal nach. Du bleibst noch da oben stehen für diese Runde. Du noch nicht, aber du kommst mal nach vorne. Ich frage mich, wo die Drohne hin ist. Die kann nicht so weit weg sein. Wendelin, du lädst nach. Du lädst noch nicht nach. Ja, man hat das Wort übel gehört, befürchte ich. Du gehst an die Tür. Du gehst bis zur Tür. Jetzt wird es dann so interessant. Ich hoffe, das geht nicht in die Hose, dieser Einsatz. Du gehst nach vorne. Du öffnest auf gar keinen Fall die Tür. Ich wechsle auch mit Tab jetzt die Charaktere, weil ich langsam paranoid werde. Das Gefühl habe, dass die sonst aus Versehen zu jemand anderem wechseln und die Tür öffnen oder sowas. Hatten wir ja schon mal. Habe ich aus Versehen die Tür geöffnet. Das möchte ich doch ganz gerne vermeiden. Okay. Feldposten. Nachladen. Ich glaube, es ist Zeit, die Tür zu öffnen, aber ich speichere. Weil, keine Ahnung.
Ach, schau mal einen an, die Drohne. Die hat uns jetzt allerdings überhaupt nichts mehr entgegenzusetzen. Und hier haben wir ein so ein Ding, was ich auf gar keinen Fall zerstören darf. Das ist nämlich ein UFO, eine UFO-Energiequelle. Energiequelle, wichtig. So viel kann ich sagen. Ich glaube, da steht noch eine rum. Dementsprechend müsste hier hinten auch eine sein. Drei Stück gleich, das ist cool. Rücken wir vor und zerstören wir mal das Ding da. That's affirmative. 76%? 65? Das wird ja immer schlimmer. Kriegst du ihn trotzdem? Miss the target. Dieser Facepalm, der sich gerade in mir aufbaut. Du kannst aber auch bestimmt von dort aus schießen. Dafür lade ich sogar, hole ich sogar die Pistole raus. 63? Was sind das denn für Trefferchancen? Siehst du die? Nö, du siehst die nicht. Du könntest dich aber theoretisch dahinstellen. Und zumindest mal mit dem Deckungsfeuer drauf schießen. Du könntest an die Tür und mit der Laserpistole draufhalten. Dankeschön. Meine Güte. Das hätte mich jetzt sehr enttäuscht, wenn das nicht funktioniert hätte. So. Alle stehen recht safe. Wir laden. Naja, wir laden nach, war ja falsch, aber wir gehen in Feldbossen. Und ich höre Dinge, die mir nicht gefallen. Du müsstest nachladen jetzt schon wieder. Das ist ein Nachteil. Das Deckungsfeuer verbraucht so viel Munition. Das heißt, wir können das nur einmal machen und müssen sofort nachladen. Theoretisch müssten wir nach vorne. Ein bisschen zumindest. Zumindest hierhin. Wer kommt denn da hin? Du nicht. Irgendwer anderes? Du vielleicht? Das ist das Witzige. Sie ist die zweitbeste nach unserer Sniper, theoretisch. Moving to position. Mach keinen Blödsinn. Okay. Du kannst hier. Okay. Ich möchte jetzt ungern hier hinten hingehen, weil dann decke ich halt diesen Bereich hier auf. Und das möchte ich aktuell noch vermeiden. Erstmal ein bisschen sammeln. Mit der Schrotflinte müsste es eigentlich auch einen vernünftigen Platz irgendwie kriegen. Hier vorne, dann wirst du halt aufdecken, was da ist. Und das kann ich mir aktuell nicht erlauben. Ich hoffe einfach mal, dass der nicht mir gleich was entgegenkommt. Bist du hier, Matze? Ich hoffe, keiner zerstört diese Energiequelle hier. Dann bin ich wütend. Dann ist vorbei. Du lädst mal in Ruhe dein Gewehr nach hier, damit du auf gar nicht auf die Idee kommst, das Teil zu zerschießen. Feldposten, Feldposten, Feldposten und du lädst nach. Ja, da hinten ist etwas. Hier hinten ist etwas. Das ist eine Erkenntnis, die keiner gerne hört. Wo kommst du hin, wenn du gehst? Du könntest hier nach vorne. Du könntest dorthin, okay? Das heißt, wenn du dahin gehst, ist das recht safe. Du siehst nichts. Das heißt, Wendelin könnte sich direkt daneben stellen. Könnte auch jetzt weiter nach vorne. Oder ich gehe mit ihr hier hin. Stell Wendelin direkt daneben. Da ist ja kein Alien bisher. Wenn er jetzt was gesehen hätte, da wäre jetzt auch so ein bisschen vorbei gewesen für mich. Und dich hole ich auch ein Stück nach vorne. Geh mal hier hin. Sicher ist sicher. Gefechtsscanner? Wie fliegt der denn bitte, wenn... Der Winkel. Scanning target.
target area now. What in God's name are we looking at? I didn't want to believe it, but it's clear the aliens have been experimenting on the abductees. What could they be hoping to accomplish through this? Na, schau mal eine an. Was haben wir denn da? Ein paar Sucher. Gut, das kann mir recht egal sein für diese Runde. Nachladen, nachladen, nachladen. Feldposten, nicht nachladen. Bewegt ihr euch? Nein, aber ihr seid auch nicht die Einzigen, die hier gerade unterwegs sind. Das passt mir nicht. Kannst du dorthin? Ja. Wo kommst du hin? Nur hierhin, das ist schlecht. Du könntest hier hinter. J'y vais. Ennemi en vue. Ihr seid ein bisschen dämlich, oder? Ja, natürlich sieht ihn sonst keiner. Wendelin kann sich direkt daneben stellen. Ja, nur er sieht die. Doch, 39% Trefferchance ist... Ui, das ist mies. Du siehst die nicht? Wieso siehst du die nicht? Wo muss ich dich denn hinstellen, damit du die siehst? Das ist ja... Ja, dann braucht er auch kein Holo-Zielen, also kein Deckungsfeuer machen. Dann macht man ganz normalen Schuss auf den da oben und hofft, dass du triffst. Unwahrscheinlich, aber besser als nichts. Sehr schön. Du kommst nach vorne. Ich denke, dass die anderen drei in der Lage sind, wohl das eine Viech auszuschalten. Feldposten, Feldposten, Feldposten und Feldposten. Du kannst angreifen? Das wird ja immer besser. Okay, das Viech hat einen Fernkampfangriff. Ist das schon mal irgendwie wichtig? Ich würde es am liebsten jetzt sprengen einfach nur. Aber keiner sieht das. Käme ich mit Stück? Nee, kein Stück. Wendelin, geh mal nach vorne. Okay, jetzt siehst du ihn. Ich muss ihn eigentlich heilen. Heading out. Enemies in sight. Nein. Nicht euer Ernst. Geh ein Stück nach da. Jetzt machst du das hier. Und vielleicht triffst du ihn ja sogar dadurch. Nein, tust du nicht. Ja, du hast im nächsten Zug keine Munition mehr. Das ist mir bewusst. Wendelin, triffst du mich mit 43%? Das Viech lebt noch. Okay, heil ihn mal. Brauch ihn gerade. Hol ich jetzt sie nach vorne und lass sie mit... Das wäre eine Möglichkeit. Du siehst ihn nicht. Ah. Dein Ernst. Auch du siehst ihn nicht. Das kann nicht euer Ernst sein. Irgendwo hinter uns sind die anderen Aliens noch. Das macht mir auch so ein bisschen Sorgen.
Okay, Gefahr ist erstmal... Na, vorüber will ich jetzt nicht sagen, aber sie ist weg. Was nicht unbedingt was Gutes ist. Gehen wir rüber auf die andere Seite. Dort darfst du nachladen. Du darfst auf deinen Sniper wechseln. Alle anderen Feldposten und hoffen, dass da nichts jetzt zu uns hochkommt. Guten Tag. Ist das euer Ernst? Okay, alles ist in Ordnung. Es ist nichts Schlimmes passiert. Du crittest den jetzt weg und dann ist gut. Du kommst allerdings nicht wirklich weit jetzt in dieser Runde. Das ist so ein bisschen blöd. Vanillin, kannst du vielleicht hier außen hin? Ja, könntest du. Ich habe nicht so die Vermutung, dass wir gleich von der Seite hier Gesellschaft kriegen. Könnte natürlich auch auskundschaften, aber will ich jetzt schon meinen letzten Gefechtsscanner verwenden dafür? Ich weiß ja nicht mehr, was danach noch kommt. Mach mal. Scanner in the air. Ah, guck mal einen an. Wen haben wir denn da? Einen der beiden höchstpersönlich. Du kannst dich noch bewegen. Nee, kannst du nicht. Ich will mich nicht hier drum herum stellen, weil das Ding, wenn das kaputt geht, dann... Wie gesagt, habe ich schon mal erklärt. Ich könnte mich hier hinstellen und den da flankieren. Beziehungsweise ich könnte ihn generell mit Sturm und Schuss umhauen. Problem ist nur, dann ist der an der Reihe und der würde mich dann flankieren und das wäre schlecht. Solange ich den da hinten nicht definitiv töten kann, will ich das alles gerade nicht wirklich machen. Wende den. Ich traue dir zu, dass du einen Treffer aushältst. Bien. 53. Wirklich. Puh. Du kannst nicht. Du solltest nicht. Aber ich stell dich einfach hier hin. Weil solange der da den verstärkt, wird der sich da oben, glaube ich, nicht bewegen. Das heißt, der da kommt gleich zu uns. Und dann kann er sich auf was gefasst machen. Hoffe ich. Wenn ich sie jetzt hier hinstelle. Nee, sie geht in Feldposten. Vendelin, was mache ich mit dir? Kannst du eine Granate hinschmeißen, ohne dass du alles vernichtest und drumherum? Weil ich habe Angst um das Raumschiff, beziehungsweise um die Basis. Entweder du gehst in Deckung oder ich lasse dich nachladen. Geh in Deckung. Wobei, der da unten wird uns garantiert nicht abschießen. Der hat so eine miese Trefferwahrscheinlichkeit, weil sind wir auch hinter Deckung. Lad nach. Du gehst in Feldposten. Oh, der schießt? Nein. Okay. Kollege geht in Feldposten, okay. Soll er machen. Habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Problem mit. Weil der da wird dadurch nicht schießen, nur der da. Wenn er jetzt ein Feldposten ist, ist das natürlich wiederum blöd. Aber ich kann nicht an ihn ran. Du siehst den da hinten, das ist schön. Dann kannst du mich auf den da feuern, erhöhst die Trefferwahrscheinlichkeit von allen anderen dadurch. Vielleicht triffst du ihn sogar. Double Kill. Ein schöner Doppelkill. Du gehst mal ein Stück nach vorne.
wechselt auf die Pistole. Hier ist ein Feldposten und jetzt können wir uns wieder ganz gemütlich vorarbeiten. Allerdings erst in der nächsten Runde, weil ich habe so das Gefühl, dass hier irgendwo noch was ist. Das mag ich nicht. Ich möchte Überblick haben. Und zwar mehr. Sollten wir kurz die Kamera ein bisschen drehen. Aber man kommt ja auch nirgendwo. Ach, hier ist Deckung. Ja, super. Okay, jetzt sehen wir schon mal ein bisschen mehr. Benedin, kommst du da rum? Ja, du kannst da rum und kannst eigentlich auch spurten. Wenn man so guckt. Da sollte eigentlich nichts sein. Unser Sniper hat eigentlich alles im Überblick von dort. Ich weiß auch nicht, ob dieses blaue Gas hier giftig ist. Deswegen, ich will da eigentlich jetzt nicht durch. Ich glaube, es war ungefährlich. Ich glaube, es ist immer so eine schöne Aussage.